Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr seht schon im Titel, heute gibt es eine sehr große Neuigkeit für euch. Und ja, ich habe echt Herzklopfen und echt Angst vor diesem Video, was ja, glaube ich, überhaupt gar nicht so schön ist, dass ich so Angst habe, das Video zu drehen. Ich habe es auch echt lange vor mir hergeschoben, habe es jetzt ein paar Tage echt so über den Haufen geworfen und dachte mir, komm, drehst es gar nicht. Aber dann dachte ich mir, ihr werdet es in den Vlogs sowieso sehen. Und ja, auch auf Instagram habe ich es schon gezeigt. Und dementsprechend dachte ich mir, bevor da irgendwelche Fragen aufkommen, mache ich ein Video dazu, stehe dazu. Und ja, möchte euch jetzt etwas zeigen. Und zwar ist jemand bei uns eingezogen. Und das hier ist der kleine Oreo. Ja, schau mal. Schau mal, mein Schatz. Oh, ist die geilig geheul, ne? Genau das hier ist der Oreo. Er ist ein Pomchi, das heißt ein Pomeranien-Chihuahua. Und er ist ein ganz, ganz kleiner Mini. Und er ist auch wirklich Mini, also ihr seht. Er ist wirklich ein ganz, ganz kleiner Mann. Mann, genau, er ist eine Rüde. Und er ist jetzt, heute oder gerade in diesem Moment 10 Wochen alt oder jung. Und ist unser neues Familienmitglied. Willst du rumlaufen, Nina? So, ich lasse ihn mal hier laufen. Er ist nämlich gerade sehr aktiv und möchte hier alles durchforsten und alles anschauen. Muss man immer ein bisschen aufpassen, dass er nicht in irgendwelche Ecken piescht, weil er ja doch noch ein Welpe ist. Wir haben ihn jetzt schon ein paar Tage hier und er hat sich auch schon eingelebt. Er hatte einige Anfangsschwierigkeiten, aber ja, im Endeffekt ist alles gut. Jetzt bringt er mir hier ein Blatt vorbei. Gibst du es einmal ab? Gib es mal ab. Oh, er ist so süß, oder? Schaut euch seine Glubschaugen an. Mit die Galle, Mit die Galle? Nicht so geheuer, ne? Ist die nicht so geheuer? Nein, jetzt lass doch mal die Pflanzen in Ruhe da. Gut, weiter geht's. Ja, warum zieht jetzt ein Welpe bei uns ein? Das fragen sich, glaube ich, jetzt ganz, ganz viele. Und ich habe auf Instagram schon einiges an schlechten Kommentaren bekommen und Nachrichten, wo ich mir echt dachte, okay, Leute, bleibt mal ganz ruhig. Ja, für mich und Felix war klar, wir werden uns in der... Nein, nein, nein. Es könnte noch ein paar mehr Unterbrechungen geben bei diesem kleinen Fratz hier. Wir werden uns in der neuen Wohnung einen Hund anschaffen. Ja, ich bin ein total tierlieber Mensch. Ich habe ja Katzen, ich habe Frettchen, wir haben hier im Haus noch Schildkröten und wir sind wirklich ganz, ganz tierlieb. Draußen haben wir noch Kaninchen und so. Und ja, für mich war einfach klar, oder für uns war klar, wenn wir in der Wohnung sind oder wenn wir in die Wohnung ziehen, dann schaffen wir uns einen Welpmann. So, und muss man ganz genau aufpassen da. Ja, dann habe ich aber überlegt, okay, ich möchte auf jeden Fall keinen Welpen haben, wenn die kleine Babymaus gerade da ist. Weil ich ganz genau weiß, das Baby wird ganz viel Zeit in Anspruch nehmen. Die Kleine braucht mich einfach und da ja, kann ich nicht mich um Welpen kümmern und gleichzeitig noch um ein Neugeborenes. Deswegen habe ich gesagt, entweder vorher, also jetzt, oder dann eben, wenn die Lia groß ist. Ne? Er ist so süß. Ja, dann habe ich aber auch schon vorher, vor dem Gedanken zu Felix gesagt, ich möchte bitte einen Gefährten für meine Tochter haben, also für Lia, ja, mit der sie aufwächst und ja, so einen kleinen Beschützer einfach. Und der Hund oder das Tier soll eben auch wissen, okay, ich muss das Kind beschützen und das ist mein Herrchen und ich bin für das zuständig sozusagen. Felix hatte das, als er ein Baby war, auch. Und ich finde es einfach wunderschön, wenn ja, die einfach eins sind, dass meine Tochter einen kleinen Gefährten hat, aber auch das Tier hat dann einen festen Partner sozusagen. Das finde ich einfach total schön. Da haben wir erst an eine Katze gedacht.
aber wir haben ja schon zwei Katzen und dementsprechend ja fiel es schnell wieder weg. Und dann haben wir über das Thema Hund gesprochen und dann dachte ich mir, okay, dann können wir uns doch einen Welpen holen, der, wenn sie denn jetzt da ist, in 3 Monaten schon relativ groß ist, aber immer noch halt klein und sie halt immer noch akzeptiert, also in einem Alter, wo man dem Hund halt noch was beibringen kann. Und immer noch so ein kleiner Welpe, mit 3 Monaten ist er ja immer noch ein Welpe oder 5 Monate ist er dann schon, oh Gott. genau, aber deswegen ist jetzt ein Welpe bei uns eingezogen. So, jetzt ist natürlich das Thema, was ist mit eurem vorigen Hund? So, ich weiß nicht, ob einige das wissen. Ich glaube, wenige wissen, dass wir vorher schon einen Dobermann Border Collie Mischling hatten. Und der ist jetzt Anfang des Jahres ausgezogen bei uns. Das hat gewisse Gründe. Ich habe mir den vor 2 Jahren. Was hast du da schon wieder mitgebracht? Nee, 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 nee. Der Border Collie Mischling ist eingezogen, als er ein Welpe war. Das war vor 3 Jahren jetzt. Er war schon 6 Monate alt, also auch kein richtiger Welpe mehr, sondern ja, schon groß und ausgewachsen. Und er wurde von den Vorbesitzern überhaupt nicht erzogen. Also er durfte alles, hat überall hingepinkelt, also war auch nicht stubenrein und sonstiges. Und weshalb wir ihn uns überhaupt angeschafft haben, weil eigentlich wollten wir zu dem Zeitpunkt gar keinen Hund haben, war einfach, dass er ja in einer Wohnung gewohnt hat, die viel zu klein war, mit weiteren 7 Hunden. Und mir tat dieser Hund einfach leid. Und dann haben wir uns dazu entschieden, den aufzunehmen. Ja, er war leider absolut nicht erzogen. Das hat man dann halt früh gemerkt. Und ich habe mein Bestes getan. Ich habe ihm einiges beigebracht. Und ja, aber wie die Zeit es so nimmt, musste ich dann natürlich oft zur Schule und war den ganzen Tag weg. Abitur, ihr wisst es bestimmt, braucht sehr, sehr viel Zeit. Und ich war von morgens um 6:30 bis abends um 5 manchmal weg. Und ja, nur in der Schule, dann musste die Hausaufgaben auch noch gemacht werden. Dann muss der Hund auch noch raus den ganzen Tag. Meine Geschwister haben sich dazu leider nicht bereitgestellt. Meine Eltern leider auch nicht so richtig, sondern ich stand alleine mit diesem Hund da, der eben Gassi gehen wollte, wenn ich in der Schule war. Ja, ich stand also ganz allein mit dem Hund und ich habe dann nach 1,5 Jahren gemerkt, okay, das kann so nicht weitergehen. Aber dann sind wir umgezogen. Ich dachte, das wird alles anders, das wird alles besser. Aber es wurde leider immer schlimmer. Dieser Hund hat sich einfach überhaupt nicht benommen. Er, ja, hat sich am Ende auch nur noch gequält. Ich habe mich auch nur noch gequält. Und es war für uns einfach die beste Entscheidung, ihn abzugeben. Des Weiteren war er einfach viel zu wild. Er hat Kinder nicht angegriffen. Er war sehr kinderlieb. Also er war wirklich, er hat nie jemand irgendwas angetan. Aber er war einfach sehr aufgedreht. Er brauchte sehr viel Sport, weil er einfach ein sehr energiegeladener Hund war. Und das hat er einfach an uns ausgelassen. Und ja, einfach, er war einfach zu wild. Er hat die ganze Wohnung immer auf Trab gehalten, hat alles auseinandergenommen und ja, es war einfach kein schönes Zusammenleben und deswegen ist er auch ausgezogen. Und das stehe ich auch ganz klar zu. Ich habe ihn weggegeben, weil es ihm dort jetzt besser geht, wo er ist. Wir haben natürlich lange, lange nach einer Familie gesucht, die wirklich zu ihm passt. Und wir hatten sehr, sehr viele Leute hier zu Hause, die haben ja, sich mit oder haben sich mit ihm beschäftigt und haben ihn angeschaut. Und viele wollten ihn auch aufnehmen, aber wir haben uns dann für eine Familie entschieden, die einen großen Garten hat, die einen Hund schon zu Hause hat, mit dem der Felix dann eben spielen kann. Und ja, die Familie ist einfach immer noch perfekt. Wir haben immer noch Kontakt. Sie schicken oft Fotos, was ich wirklich toll finde. Der Kleine ist da wirklich richtig, richtig gut aufgehoben. Viel, viel besser als bei uns. Und beziehungsweise kann er sich da einfach mehr ausleben. So, nun ja, gehe ich natürlich nicht mehr zur Schule und hätte jetzt auch Zeit für diesen Hund gehabt, aber habe ihn eben abgegeben, wo ich noch zur Schule gegangen bin. Einmal so dazu. Und ja, warum jetzt ein neuer Hund eingezogen ist, wir hätten ja unseren alten behalten können. Er ist was ganz anderes. Also Oreo, jetzt der kleine Mann, der hier rumläuft, ist ein Chihuahua. Er braucht nicht so viel Sport, nicht so viel Ausdauer wie ein Border Collie. Und klar, er muss auch raus und ich weiß ganz genau Bescheid. Also, ich weiß ganz genau, was da für Kommentare jetzt kommen. Aber es ist einfach was ganz anderes. Das kann man nicht anders sagen.
So, dann habe ich ja schon am Anfang gesagt, war klar, dass ein Hund einziehen wird wieder. Aber halt der Zeitpunkt ist einfach nicht klar gewesen. Und jetzt habe ich mich einfach dazu entschieden. Ja, und das wollte ich euch jetzt kurz einmal sagen. Ist auch kein Weihnachtsgeschenk oder so, falls einige das denken. Aber er wird hier sehr, sehr gut aufgenommen in der Familie. Er wird von allen geliebt. Er wird von allen betütelt, von allen gekuschelt. Und es ist jetzt schon ein ganz, ganz anderes Feeling als damals mit dem anderen Hund. Und das finde ich wirklich ganz, ganz toll. Was hast du denn da jetzt schon wieder? Der findet Sachen in meinem Zimmer, von denen ich gar keine Ahnung habe. Digga, komm mal her. Du kleiner du. Hä? Du kleiner. Schnucki. Geh dir mal was suchen, was du auch haben darfst. Gott, oh Gott. Ja, es ist also klar gewesen, dass ein Hund einzieht und der Zeitpunkt war einfach nicht klar. Und jetzt haben wir uns dafür entschieden. Der Kleine hat ein tolles Zuhause gefunden. Und ich denke, das ja, wird ganz, ganz toll mit ihm. Und ja, dann war es auch eigentlich schon, was ich eigentlich sagen wollte. So, ich möchte mich auch gar nicht rechtfertigen, weil es ist ja nun mal meine Entscheidung, was ich mir für Tiere hole und wann und wie und wie viele. Und auch wenn einige sagen, dass ich bald ein Kind bekomme und das dann gar nicht mehr tragen kann, also Welpe und Baby. Also Welpe und Baby, da mache ich mir absolut keine Sorgen. Ich merke es jetzt, dass er ja, alle 3 Stunden nachts auf die Toilette möchte. Und das ist auch für mich noch absolut kein Problem. Ich stehe einfach auf, bringe ihn auf die Toilette oder gehe mit ihm Gassi und dann schlafen wir weiter, ne? Das macht mir auch überhaupt noch gar nichts zu schaffen. Und ich habe am Anfang gesagt, dass ich auf jeden Fall keinen Welpe wollte, wenn die Kleine dann da ist. Aber ich denke, wenn er 5 Monate alt ist und die Kleine dann da ist, dann hat er sich auch schon eingelebt. Und ich denke, mit 5 Monaten klappt das auf jeden Fall. Und genau, jetzt würde ich euch gar nicht mehr länger vollschnacken. Ich wollte euch kurz die Neuigkeit einfach überbringen. Falls ihr irgendwo mal in einem Vlog diesen Hund sieht, dass ihr euch nicht fragt, was ist denn das für ein Hund, sondern damit ihr einfach aufgeklärt seid. Wie gesagt, habe ich mich lange davor gesträubt und ich werde die Kommentare auch deaktivieren. Aber ja, ich wollte es euch einfach nur wissen lassen, damit ihr Bescheid wisst, weil es eigentlich ja auch ein wunderschönes Thema und er ist ja auch einfach so goldig. Aber genau, das war's jetzt eigentlich. Und dann wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!